Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Fennec Time mit Coco und Butze. Und heute dreht sich bei uns alles um den Hobo Basic. Los geht's! So, Coco, erklär doch mal bitte unseren Zuschauern, warum unser Hobo Basic Basic heißt. Das ist ganz einfach. Wir wollten nämlich einen kostengünstigen und zuverlässigen Hobo auf den Markt bringen. Der sollte eine vernünftige Größe zum Kochen haben und er sollte alle Basisfunktionen eines Hobos in sich vereinen. Wir nennen ihn also Basic, weil er alle Basisfunktionen erfüllt. Korrekt. Und es ist wie mit allem, wenn man eine gute Basis hat, dann kann man auch gut darauf aufbauen. Und durch seinen speziellen temperaturbeständigen Edelstahl und ikonische Bauform ist er so stabil, dass er sogar dein Körpergewicht tragen kann. Als Erweiterung gibt es bei uns auch den optional erhältlichen Zusatzrost. Korrekt. Wir haben hiermit die Möglichkeit geschaffen, den Hobo mit einem Spiritusbrenner zu betreiben. Und als zweite Möglichkeit kann man den Zusatzrost natürlich auch zum Grillen verwenden. Auch das ist korrekt, denn dieser Rost ist so konzipiert, dass er mit diesen Schlitzen sich hier einfach hier oben drauf positioniert. Unten schöne Glut und dann kann man kleine Nürnberger oder Minutensteaks grillen. Kollege, erklär doch unseren Zuschauern mal bitte die Vorteile von unserem Topfkreuz. Es sind diese zwei Schlitze. Die sind unterschiedlich hoch. Dadurch können wir die Höhe unserer Töpfe beeinflussen. Wir verhindern somit das Ersticken der Flamme, indem wir das Topfkreuz erhöht aufbauen. Somit kann die Flamme deutlich besser an dem Boden von Töpfen oder Kannen entlangströmen und sie gleichmäßiger erwärmen. Ja, somit können wir auch viel, viel größere Sachen wie bloß eine Tasse draufstellen. Korrekt. Hallo, wir sind auf Sendung. Zusätzlich gibt es für unseren Hobo Basic auch die optional erhältliche Multischale. Diese kann man zum einen zum Transport nehmen. Richtig. Und zum anderen als Backblech in unserem Bundeswehr-Kochset. Passt perfekt da rein. Im aufgebauten Zustand steht der Hobo in der Multischale. So verhindern wir, dass Glut auf den Untergrund fällt. Der Name Basic ist auch unter anderem diesem Erweiterungsset geschuldet. Dabei dient der Hobo als Basis für dieses tolle Exemplar. Genau. Durch unser Erweiterungsset wird der Hobo Basic zu einem großen Sechseck. Der Inhalt vergrößert sich um ein Vielfaches, wodurch man wirklich so richtiges Lagerfeuer-Feeling bekommt. Und trotzdem passt der Hobo Basic samt der Erweiterung in die Originaltransporttasche, die beim Kauf dabei ist. Zumal haben wir jetzt auch damit geschafft, mit einfachen Handgriffen aus diesem normalen kleinen Hobo dieses tolle Teil zu machen. Es ist so groß, dass man auch mal eine größere Gruppe mit Essen versorgen kann oder auch mal am Lagerfeuer sitzen und auch mal Stockbrot zu machen zum Beispiel. Stockbrot. Hallo, hier.
Ich habe dir extra noch ein bisschen Stockbrot übrig gelassen. Stockbrot? Stockbrot. Sag mal, Coco, passt der Hobo Basic mit Erweiterung eigentlich immer noch zum Transport in unseren Klapprost? Selbstverständlich. Ich habe da mal was vorbereitet. Die Tasche? Entschuldigung. Zack, da sieht man einfach auch, dass das ganze System extrem durchdacht ist. Unser Klapprost ist erhältlich in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in der Edelstahl-Variante und auch in Titan. Beide Roste werden mitsamt ihrer Tasche ausgeliefert. Diese hat extra diese praktischen D-Ringe dran befestigt, damit man den Klapprost samt Inhalt auch mal an einen Rucksack dranhängen kann. Außerdem kann man ihn als kleine Ablage nutzen, wenn man nicht gerade darauf kocht oder grillt. Denn unsere Klapproste kann man verwenden über dem Hobo oder auch direkt über der Glut. Richtig. Und wie bei Fennig üblich, alle Teile werden bei uns hier in Deutschland in Hatzebühl produziert und verpackt. Wir achten wie immer bei der Verpackung darauf, dass wir nicht zu viel Verpackungsmüll in den Umlauf bringen. Wenn auch ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt über unseren tollen Produkte bei Fennig, dann folgt doch einfach unsere Social Media Accounts, die da sind: Instagram, Facebook, TikTok und YouTube. Hier überall liken und abonnieren und immer auf dem Laufenden bleiben. Wir zwei sagen Tschüss. Adios. Bis zum nächsten Mal hier bei Fennig Time. Tschüss. In der Lage sind, mit einfachen Griffen. Mit einfachen Griffenhand. Das noch Besondere an dem Topfkreuz ist. Sind. Nochmal. Folgt uns, wenn ihr mehr wissen wollt. Nicht, denn ich habe einen Hänger im Kopf. Brutal. Und wie kann ich den transportieren, Coco? Unterm Arm eingeklemmt. So ungefähr. Folgt uns bitte in der örtlichen Tageszeitung. Ja.